Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute das App vorstellen, Jetpack Joyride. Dieses Spiel ist im App Store zurzeit gratis erhältlich. So sieht dann das Spiel aus, wenn man es startet, und wenn man den Touch berührt, geht es schon los. Zu diesem Spiel ist zu sagen, es ist ein Jump and Run Spiel. Auf der rechten Seite bedient man den Jetpack und so kann man auch die Münzen sammeln und den Hindernissen ausweichen. Bei dem Spiel geht es darum, so viele Münzen zu sammeln, wie es geht und sehr viele Meter zurückzulegen und immer wieder neue Rekorde aufzustellen. Jetzt haben wir ein Spin geholt, das ist das Glücksrad, was man dann später bedienen kann, wenn man Game Over ist. Das ist das nächste Special Equipment, kann man sehr gut nützen in dieser Welt. Also von der Bedienung her ist das Spiel echt klasse, sehr einfach zu bedienen. Grafik ist auch nicht schlecht. Also eher zu sehen wie so diese Super Mario oder so. Und jetzt sind wir Game Over. Jetzt können wir noch Finalspielen benutzen, da können wir noch ein paar Sachen gewinnen. Leider nichts gewesen. Nächster Lauf mal 2. Also beim nächsten Lauf sammle ich die Coins mal 2. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Mission abgeschlossen, sammle 200 Münzen in einem Spiel. Und das wären zum Beispiel meine nächsten Missionen, was ich zu erfüllen habe fürs nächste Level. So sieht dann das Hauptmenü aus. Oben sehen wir die Meta-Anzeige, wie viel das ich gesamt absolviert habe. Die gesammelten Coins, was ich bis jetzt gesammelt habe. Das ist das Lager, was in meinem Lager zurzeit ist. Erneut spielen. Da drüben kann man noch den schauen, wie die Rangliste im Game Center ist. Und links, da werden meine Missionen angezeigt fürs nächste Level. Das war's auch schon von meinem kleinen App Review. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.